Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ich habe mir jetzt hier so einen YouTube-Kopf noch geholt, weil vielleicht ist es ja in der letzten Folge aufgefallen. Ich hatte ja erwähnt gehabt, dass die Bilderrahmen, dass wir da, dass sie halt wegbacken können wegen Serverzeug und sowas, ne? Ja, und genau das ist passiert. Ne? Und alle Items, die jetzt da drin waren, sind halt weg. Also auch diese schöne YouTube-Karte. Zum Glück habe ich zwei gekauft. Die Sache ist jetzt, wie ich es mache, weiß ich schon nicht so genau. Also ob ich die verkaufe oder, ne? So. Weil aufhängen kann man sie ja wohl nicht, weil nachher backen die wieder weg und dann hast du den Salat. Deswegen habe ich mir jetzt hier einen YouTube-Kopf zugelegt. Ja, dann wollen wir mal weitersehen. Die Problematik geht nämlich im Shop weiter. Deswegen habe ich jetzt Schilder aufgesetzt. Weil natürlich alles, was so geil an dir so hovermäßig da aufgetaucht ist, ist jetzt natürlich weg. Und das mache ich nicht nochmal. Also ich habe jetzt hier die Preise eigentlich, ich glaube sogar ein bisschen runtergesetzt, aber im Allgemeinen ist es dasselbe. Na, aber halt jetzt halt hier überall Schilder halt jetzt. Ja. Dann fällt euch vielleicht was an meinem Kontostand auf. Moment. Ich habe nämlich einen Spawner verkauft. Ich Idiot habe das Ganze natürlich nicht aufgenommen. Ja. Vielleicht mache ich irgendwie so eine Art Rückblende oder so. Naja, sehen wir dann mal. Dann gibt es ja diverse Boosts, die man sich holen kann. Unter anderem halt hier dieser Fliegeboost, ne? Jetzt kann man hier fliegen. Hoppala, so. Und mir ist eingefallen, oder mir ist eine Idee gekommen, was ich hier oben mache. Und zwar habe ich überlegt, ich mache hier oben so eine Art Dachgarten. Ja, vielleicht irgendwie so eine. Weiß ich nicht. Ja, der. Mein Nachbar baut hier hinten so eine Art Chrysler Building oder hat's Chrysler Building angesetzt. Ja. Also Dachgarten habe ich mir jetzt überlegt. Ich weiß aber noch nicht so genau, obwohl ich könnte ja. Ach so, ja, okay. Ich könnte ja das mit diesen Slabs so machen. Oder da die Erde reinpacken. Sieht das was aus? Weiß nicht. Oder sieht das besser aus? Das sieht besser aus. So machen wir das. Ist ja nicht so dramatisch, weil die Slabs kann man auch anders verwenden. Gut. Dann. Die Idee ist mir im Übrigen hiervon gekommen. Da auch liebe Grüße an den Sugar Daddy, falls er das irgendwann mal sieht. Schon hart. Dieser Name vor allen Dingen. Ja, komm schon. So. Ja, der hat hier auf dem World Trade Center da hier so einen Dachgarten gebaut. Finde ich eigentlich nicht schlecht. So. Ja, das wird nichts. Oh. Perfekt. So, hier kommt man halt dann raus, ne? Also hier die Treppe hoch. Also das ist ja hier das obere Stockwerk, ne? Auch so gebaut, dass sie erstmal schön durch den ganzen Shop laufen muss, um hoch auf den Dachgarten zu kommen. Was, wenn ich mir das jetzt recht überlege? Aber durch den Flyboost, so ein bisschen, ne? Ach ja, was ich daraus mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Also hier kommst du dann raus. Ja.
Ja, gut. Ich würde sagen, das war aber auch wieder demselben Stil. Zwar auch wieder so. Da reichen natürlich wie immer meine Treppen nicht. Heißt, da muss ich mir jetzt erstmal wieder was Neues holen. Ja, ist schon ganz cool. Also jetzt hier mit dem Flyboost und so. Es gibt ja auch noch andere Boosts, dass du, wenn man jetzt Eisen abbaut, nicht das Eisenerz rauskommt, sondern direkt der Barren. Und ich glaube, da kommen dann sogar zwei oder je nachdem, wie hoch halt dieser Boost ist. Das bringt schon einiges, muss man schon sagen. Ich hätte mir allerdings ehrlich gesagt gewünscht, dass, ja, mit der Boost sowas schön, aber dass Supreme das kostenfrei kriegt. Also man kann sich alle 2 Wochen, kann man sich so einen Booster halt holen. Kostenfrei, so wie ich es mitgekriegt habe. Ansonsten kann man da mit Paysafe-Karte bezahlen. Ich meine, ja. Der Server-Order ist ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Und es wird auch genug Leute geben, die das machen. Also ich habe das eigentlich nicht vor. Weil, opa, das war doch wieder klar. Weil, der Rangi hat schon ordentlich Kohle gekostet. Und das sollen dann schon die anderen machen. Die sollen schon die Boost holen. Weil die Boost, wenn der aktiviert ist, gilt er für den kompletten Server. Das ist schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob das geändert wird. Zurzeit ist eigentlich so, wenn man jetzt hier den Boost aktiviert, dann gilt er allerdings nicht für die Farmwelt oder fürs Nether. Wenn man jetzt aber im Nether ist und irgendeiner aktiviert der Boost, dann kann man da auch zugreifen. Und Fliegen im Nether, das ist wirklich, das ist OP, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist genial. Ja gut, also, so viel dazu. Machen wir jetzt hier so dicke Glas. Ey, was habe ich im Hals, ey? Ich weiß auch nicht. Machen wir jetzt hier so dicke Glasblöcke hin? Oder machen wir Glasscheiben? Nächste Frage. Habe ich überhaupt noch Glas? Also Glasscheiben habe ich noch. Sieht schlecht aus. Weil ich bin jetzt am Überlegen, wenn wir jetzt hier die Glasscheiben haben, ob wir dann nicht innen auch so Treppen hinsetzen. Also wenn ich jetzt hier so eine Glasscheibe hinsetze, dann könnte man ja, mal ein bisschen mehr, dann könnte man ja jetzt hier das rausbauen und hier solche hinsetzen. Oder halt hier oben hin, ne? Tja, wie machen wir das denn jetzt? Boah, das gefällt mir eigentlich. Also wenn das hier diesen Absatz noch hat, das gefällt mir. Da machen wir jetzt hier erstmal die Glasscheiben rein. Welche natürlich auch wieder nicht ausreichen. Gut. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Treppenstufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber wir brauchen einige. ZH40. So. 56, das sollte reichen. Aber Glas brauchen wir. Ist denn mein Nachbar da? Nein, ist er nicht.
Dann würde ich sagen, ich bereite mich mal vor und wir gehen in die Farbenwelt und holen uns Sand. Bis gleich. So, und damit bin ich wieder in der Farbenwelt. Ja, optimal. Also, ich konnte relativ weit fliegen. Und jetzt halt nicht mehr. Aber wir sind jetzt hier an einem Ort gekommen, wo, glaube ich, jetzt noch so schnell keiner gewesen ist. Und da wir ja Sand brauchen, und Sand eigentlich auch immer gerne gekauft wird, holen wir uns mal deutlich mehr Sand, als wir brauchen. Mit dem Dirt hier kann ich das hier mal ein bisschen abgrenzen. So. Weil ich hasse es wirklich, wenn ich gerade Sand oder Kies oder sowas abbaue und das Wasser läuft rein. Das hasse ich wirklich. So, dann holen wir uns jetzt hier erstmal. Ja, unseren Sand, hier habe ich es vergessen, ich weiß. So. Ja, Kies ist hier auch schon. Da können wir uns auch gerade noch ein bisschen Kies holen. Ah ne, das ist schon Stein. Das Andesit, glaube ich, oder? Ja. Ja, hier haben wir ja noch Sand zu mitnehmen. Das Sand brennen wir uns dann zu Glas. Und den Rest verkaufen wir. Ich meine, für wirklich teuer Geld kann man das nicht verkaufen. Das ist halt Sand, ja. Aber immerhin. Ich freue mich immer noch darüber, dass ich jetzt 72.300 habe. Also ich habe den Spawner für 70.000 verkauft. Was, denke ich, ganz guter Preis ist. Und ja, es hat sich rentiert, auf jeden Fall. So, dann haben wir das hier schon mal. Wir können uns auch gleich nochmal Holz holen. Weil Holz ist ja auch immer so eine Sache, also gerade die Baumstämme. Weil halt ja schon alles in der Farmwelt halt irgendwie abgegrieft ist. Abgegrieft, ja. Ganz genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es nicht mehr. Entweder war es nicht so wichtig oder es war gelogen, ne? So sagt man ja. Nee, aber, das hat, ich wollte irgendwas sagen, ich hab's wirklich. Ich hab's völlig verpennt, ey. Naja, wird schon nicht so wichtig sein. Hier ist Lava. Nun gut. Wie war denn euer Tag so? Ich meine, irgendwas muss ich ja jetzt sagen, ne? Ich hatte heute mal wieder einen höchst anstrengenden Tag. Und aber es war okay. Aber ich war wirklich später auf der Autobahn, da gab es schon echt ein paar haarige Stellen. Das ist halt immer blöd, ja. Also ich habe ja jetzt schon allein. Das ist jetzt auch blöd. Naja, jetzt haben wir fast zwei Stacks Sand, das reicht. Wollen wir uns noch ein bisschen Holz mitnehmen? Ja, komm. Ich habe ja ungefähr 50 Kilometer bis zur Arbeit. Über die Autobahn. Was jetzt wirklich kein Thema ist. Also es bietet Vorteile. Klar, ich muss jetzt heute jetzt zum Beispiel auch wieder Frühschicht am Samstag, ne? Richtig geil. Jetzt haben wir 3:24 Uhr, also um 5 muss ich spätestens losfahren. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, kann auch einen Kaffee trinken und ne, eine rauchen und so.
Aber wenn man dann noch irgendetwas anderes vorhat, irgendetwas zu tun hat, dann ist es dann teilweise schon echt lästig. Und gerade da habe ich die Frühschicht richtig schlaucht. Ist nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Aber Gott, was soll man machen, ne? Ich meine, Geld verdienen muss man. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier von meinem YouTube-Money leben könnte. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nichts kriege, ne? Also. Aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Ja, ich habe gerade gesehen, der Flugbooster ist wieder aktiv. Kann ich euch aber zeigen, das macht wirklich hier viel aus. Ja, das war schön, Startfläche suchen und gib ihm. So, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier war ich eben. Ich glaube, ich bin so gekommen. Weil wir halt jetzt bekloppt, wenn ich jetzt gerade wieder zurückfliege, ne? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht habt ihr das im Chat mitgekriegt, ich hab jetzt nichts mitgekriegt, wann der Booster wieder aktiviert wurde. Schnee habe ich noch genug. Aber es macht wirklich Sinn. Jetzt guckt euch mal an hier, also. Wenn das laufen würde, ich habe jetzt mit einem anderen Spieler mal geschrieben gehabt, der hat erzählt, der fliegt ja jetzt am Enderdrachen und ich habe ja den, glaube ich, auch, weil Supreme und so, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem fliegen soll. Hab da ich kenne mich halt mit Minecraft so richtig so gar nicht aus. Ich spiele so und versuche irgendwie damit zurechtzukommen, ja, dass hier dieser Blöckchen-Spielwelt abgeht. Da gibt's eine Mod. Das ist Project Red. Die ist cool, da kann man Kabel und sowas verlegen. Kann die auch dann senkrecht die Wand hochlegen und sowas, wo man ja hier mit dem Redstone immer so über Treppenweise hochgehen muss. Damit kenne ich mich eigentlich ganz gut aus, kann coole Schaltungen und sowas entwickeln. Aber mit dem normalen Redstone, da habe ich schon wieder gar keine Ahnung. Und wirklich beeindruckend sind meine Schaltungen da mit Project Red auch nicht, ja. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, oh, Fischnholz, das ist gut, das können wir gebrauchen. Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie, ne, in den falschen Hals bekommt. Mir ist aufgefallen, wenn ich fliege, kann ich deutlich schlechter abbauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wisst ihr das ja. Könnt's mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass man, wenn man fliegt, deutlich langsamer abbaut. Also ich kann es ja mal zeigen, was ich hier meine, ne? Also, so, ihr habt es jetzt eben gesehen, wenn ich jetzt hier fliege, guck, wie lange ich jetzt hier auf dem Holz einklopp. Und dann backt es auch wieder zurück. Das ist schön. Wenn ich jetzt hier stehe, zack, 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 geht es hier weg. Da komme ich hier durch wie, ne, weiß nicht, heißes Messer durch Butter oder sowas. Ich will jetzt gleich schon mal gucken, weil das hier Setzlinge, ja, perfekt. Weil Fichtenholz ist wegen dieser dunklen Farbe, ist das halt cool. Richtig cool wäre es jetzt noch, wenn wir ein Dschungelbiom finden würden. Das wäre richtig nice. Achso, ich wollte schon sagen, ich habe doch hier mehr als. Ich habe zwei Stacks von denen. Okay. Wie viel? 27 von denen. Machen wir mal ein bisschen hier Sortierung. So. Weil Tropenholz habe ich zum Beispiel gar nicht. Da habe ich auch so ein paar Stämme gerettet von dem alten Shop, den ich schon verkauft hatte. Aber ich habe kein Setzling rausgekriegt, falls ihr euch erinnert.
Hier ist schon wieder Lava in der Nähe. Aber ich habe auch ehrlich gesagt hier in dieser Farmwelt noch nicht ein einziges Dschungelbiom gefunden. Tja. So, ich würde sagen, ich setze mal hier in Home. Nenn ich A. Set Home. Farm. Zu Hause gesetzt. Geil. Ja, das meine ich. Ich glaube, dann gehe ich doch noch mal weiter. Jetzt aber schon wieder nicht. Hat er mich doch noch erwischt. Was war das? Also es scheint nicht immer zu sein. Aber guck mal hier, teilweise kriege ich hier richtig viel Stuff raus. Und gerade wenn man jetzt im Nether ist oder so und sich jetzt hier sein Erz, sage ich, sein Quarz da sucht und erfarmt, da macht das richtig was aus. Ich hatte zum Beispiel das Glück noch nicht, aber. Ja. Guck mal, hier jetzt direkt schon. Das macht ja richtig viel aus. Ich versuche das mal. P. Nee, oder? Nee, nicht PH, doch PH, oder? Nee, oder? Nee, Home. Nether. Habe ich das noch? Scheint so. Jetzt die große Frage, wo habe ich mein Home gesetzt? Und ich kann fliegen. Geil. Hier habe ich mein Home gesetzt. Wir hier irgendwo Nether Quarz. Ja, hier haben wir Nether Quarz. Acht Nether Quarz. Geil. Das macht wirklich was aus. Können wir uns aber schön viel Quarz holen. Und Erfahrungspunkte wohlgemerkt ja auch noch dazu, ne? Ja schon, Alter. Das macht ja richtig was aus. Das ist ja mal brutal. Weil wo ich das letzte Mal hier drin war, war dieser Boost nicht drin. Das ist ja krass. Okay, Glowstone ist aber auch immer so eine Sache. Also hätte ich jetzt eine Behutsamkeitsspitzhacke, dann könnte ich, glaube ich, als Ganzes abbauen, ohne diesen Staub dafür zu bekommen, den ich da wieder zum Glowstone umwandeln muss. Ich suche jetzt mal Quarz. Das geht schief, das weiß ich. Ja, super. Okay, dann suchen wir uns irgendwo ein anderes Fleckchen. Hier. Ja, läuft doch. Ja, läuft doch. Das können wir doch eigentlich gerade zu Quarzblöcken machen, oder? Ja, genau. Machen wir das auch? Dann sparen wir Platz. War schon wieder fast ein ganzer Stack hier. Quarzblöcke. Genial.
Dann kommt es dann auch darauf an, wie hoch der Booster ist. Also es gibt einmal, zweimal, dreimal, je nachdem, wie oft dieser Booster halt aktiviert wird. Ich weiß ja jetzt gerade gar nicht genau, wie dieser Booster heißt, ob das dieser Drop Booster ist oder ein anderer, das weiß ich gerade nicht. Ich würde sagen, wir machen die Folge heute einfach mal ein bisschen länger. Weil, ne? Das sollte man ja eigentlich schon auskosten. Ja, gerade hier dauert es halt wirklich lange. Oh, ich hasse es. Komm schon. So. Okay. Ja, aber das auch noch. Jo, komm, mach keinen Scheiß hier, tschüss. So. Jetzt wird's interessant. Inventar ist voll hart. Ja, dann machen wir das doch gerade wieder leer hier. Zack. Die Sache ist, im Nether fließt die Lava so schnell wie Wasser in der normalen Welt. Da muss man hier höllisch aufpassen. Das machen wir jetzt folgendes. So. So. Meisterhaft gelöst, würde ich sagen. Ja, also der Booster ist wieder abgelaufen. Ich würde sagen. Ah, 37 Minuten. Ja, werden wir ein bisschen rausschneiden noch. Ich werde jetzt das Quarz und sowas mal in Sicherheit bringen. Und als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir. Oh, dass wir hier oben diesen Dachgarten da bauen. Das hier gefällt mir schon, muss ich sagen. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier weiter veranstalten. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Ja, also. Bis zum nächsten Mal. Ciao.